Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Wir sind stehen geblieben, wie immer mitten im Weltraum. Aber auch ganz kurz vor dem letzten Sektor. Wir müssen nur noch diesen Sektor durchqueren und dann kommt schon wieder zum Endkampf. Und hier können wir ganz gut den Nebel ausnutzen. Ist ja nicht umsonst ein Nebelsektor. Ich möchte eigentlich gerade nicht kämpfen. Und wir konnten uns auch halbwegs vom Schiff verstecken, so wie es aussieht. Da fliegen wir mal so ein bisschen durch. Problem am Nebel ist natürlich immer wirklich diese Teile, die uns dann die Energie rausziehen. Wo wir dann nicht mehr so viel Kraft im Generator haben und damit nicht mehr alles versorgen können. Und hier greifen wir das Schiff an. Meine Güte. Das bei einem automatischen Schiff sind die so bewaffnet. Unglaublich. Aber sehr gut, damit haben wir das mit der Bewaffnung eigentlich schon mal ziemlich gelöst, das Problem. Und dann nehmen wir jetzt mal die Schilde da raus und als nächstes mit dem Burst Laser 3 auf die Waffen. So, Dankeschön. Das war immer wieder absolut kein Problem. Und in der Station gibt es leider nichts Nützliches. Große Frage ist, was ich jetzt noch so aufwerten möchte. Aber die Teile hat natürlich den Vorteil, ich brauche dafür keine Energie. Weil Energie haben wir im Moment nicht so viel. Hier hätte es den Vorteil, wenn dann da einmal drauf geschossen wird, geht das Ding nicht gleich kaputt. Ich glaube, das werde ich am ehesten machen. Und das, nee, das werde ich noch nicht auf. Werten wir erst nochmal hier die Sensoren auf. Ist bestimmt auch ganz nützlich. Und dann fliegen wir hier nochmal ein bisschen durch. Wir brauchen schließlich immer noch Training für unsere Crew. Nein, ich möchte die eigentlich nicht hier bedrohen jetzt. Ich möchte mich wirklich mit denen kämpfen. So, hier teilen wir es wieder schön auf. Paar schießen auf die Schilde, andere auf die Waffen. Und damit haben wir die Waffen auch schon mal zerlegt. So, jetzt wieder auf Schilde. Und die versuchen jetzt gleich abzuhauen. Das ist nicht ganz so gut. Aber verständlich, wenn die keine Waffen und Schilde mehr haben. Nein, wir greifen weiter an. So, fertig. Gut ist. Was will ich denn mit dem ganzen Zeug überhaupt? So, jetzt kann ich das hier nochmal aufwerten. Und dann können wir hier noch weiterspringen. Durch den Nebel. Das ist jetzt schlecht. Die sind da drin. Sind die noch irgendwo? Ne, sieht nicht danach aus. Aber die können ganz gut kämpfen. Danach sieht es hier aus. Aber es ist gerade nicht ganz so das große Problem, hoffe ich mal. Ja, da sind natürlich noch mehr gerade. Leute, versammelt euch doch mal hier. So. Jetzt muss der Walkman hier schon mal raus. Du kommst dafür wieder rein. Und da wäre das schon mal erledigt. Du gehst hier noch in den Kampf rein, unterstützt einfach mal und Notch geht sich heilen. Nein, du gehst in den Kampf. Nicht feige ins Cockpit. So, sehr schön. Das wäre jetzt mal komplett hier geregelt. Notch kann schon mal wieder ins Cockpit. Und die müssen sich beide eben nochmal regenerieren. Und dann geht es auch für die wieder an die Station. Und damit können wir weiter springen. Hier oben hin vielleicht. Und hier eröffnen wir einfach mal das Feuer. Schießen wir, worauf schießen wir? Dann ist eigentlich auch komplett egal. Obwohl ich ja gerne das Ding außer Gefecht gesetzt haben wollte. Aber es kommt natürlich eigentlich immer zu spät. Die können ja trotzdem das noch einmal benutzen. So, wo sind die denn? Ah, da sind die. Da kann ich jetzt natürlich schlecht die Luft rauslassen, weil es so mittendrin ist.
Aber ich kann immer in den Walkman da nochmal hinschicken. So, sehr gut. Ja, die Bomben sind natürlich ein bisschen nervig. So, Pilot. Wie sieht es eigentlich immer mit den Schilden aus? Wann steigt der denn endlich mal auf? Ach, bei dem dauert es noch. Das kann nicht wahr sein. Immerhin 60 Scrap, mit denen ich sowieso nicht viel anfangen kann. Ich kann natürlich das hier nochmal weiter aufwerten. Ist vielleicht, wenn wir wirklich geboardet werden, ist das wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ich dann vielleicht vom Antrieb was runternehmen kann und darf in die Krankenstation rein. Wirklich, ich gehe davon aus, das ist gar nicht so schlecht. So, hier versuchen wir mal wieder zu helfen. Die werden uns jetzt wieder boarden. Das rieche ich doch schon. Und das bedeutet, wir schießen auf Schilde und auf Waffen. So, wo sind die jetzt? Oh, da drin. Oder die, ja, die sind noch nicht wirklich im Sauerstoffraum, aber die sind doch in der Nähe. So, das heißt, die beiden kümmern sich darum jetzt mal eben. Und jetzt wollen die abhauen. Ne, wir nehmen nicht an. Aber sollten wir auch annehmen. So. Der geht hier mal eben raus. Dafür kannst du vielleicht da sogar mal eben aushelfen. Ja, bei ihm wird es gerade auch kritisch, aber nicht so kritisch. Also nochmal eben jetzt alle regenerieren. Wenn der drin ist, geht das ja sogar schneller. Dann gehen wir wieder auf die Position. Und wie sieht es mit dem aus? 22 von 55. Ich glaube, das schaffen wir leider nicht mehr rechtzeitig. Das ist natürlich sehr schade. Jetzt haben wir komplett aufgewertet. Das ist Schiff. Ist das nicht schön? So, gucken wir nochmal. Ein Store wäre vielleicht nicht schlecht. Ich würde in dem Fall nämlich gerne noch. Meine Güte, sieht jetzt schiffdick aus. Wir können denen sagen, da wir einen Rock-Crew-Member haben, dass wir die aus dem Nebel führen wollen. Und die wissen nicht ganz, was sie jetzt so darüber denken sollen. Aber geben uns ein bisschen Gedöns. Und Gedöns ist immer gut. Und da unten ist jetzt auch ein Store. Schick, schick. Gehen wir erstmal zum Store. Hier können wir uns jetzt nämlich eventuell nochmal. Ich hätte jetzt gerne nochmal wen Kampfstarkes dazu. Ja, so machen wir das am besten. Zwei neue Crewmitglieder noch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der sich jetzt vielleicht reinstellt. Vielleicht nochmal zu den Waffen mit. Und dafür packe ich dann, keine Ahnung, irgendwas irgendwo rein und. Oder stelle ich mal lieber zu den Schilden. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Und dann springen wir nochmal ein bisschen rum hier. Und greifen dieses Schiff an. Die können nichts, das fällt mir schon mal als erstes auf. Und deshalb machen wir mal volles Feuer auf die Schilde. So, Schilde sind jetzt schon mal kaputt. Nein, wir können das nicht annehmen. Wir müssen nämlich den Schildmann hier noch ein bisschen mehr trainieren. Und der wird ja nur besser, wenn er, naja, was mit den Schilden macht. Deshalb weiß ich gerade auch noch nicht so richtig. Ich möchte jetzt eigentlich nicht schießen. Weil es trainiert ja noch den Schildmann, wie gesagt. Jetzt ist er schon bei 32, 33, 34, sogar 35. Jedes Mal, wenn er einen auflädt, oder wie? Dann geht das höher. Ja, scheinbar.
Es geht dann ja bei solchen Kämpfen eigentlich echt fix. Na gut, okay. Belassen wir es dabei. Hier oben können wir nochmal hingehen. Wir können sowieso uns hier noch ein bisschen wirklich umgucken. Der Nebel bietet ja eine Menge Schutz. Und nein, ich möchte wieder mit dem kämpfen. Einfach fürs Training. Ach, gehen wir mal auf die Schilde. Obwohl. Na, gehen wir auf die Schilde. Ich habe das Gefühl, die könnten gefährlich werden. Weil das Ding theoretisch in die Schilde so weit runterziehen kann, dass der komische Strahl da was machen kann. Und die wollen jetzt abhauen. Das kriegt jetzt auch wieder 2 Punkte mehr. Eins, zwei. Ja. Und jetzt muss ich bei dem mal eben den Antrieb. So, es ist schon mal verzögert. Und nein, das nehme ich nicht an. Die werden aber wahrscheinlich auch nicht nochmal schießen, ne? Na gut. Dann haben die damit ihr Todesurteil unterschrieben. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Boah, vielleicht würden wir sogar 4 Sprünge noch schaffen, aber wir beschränken uns mal auf 3. Obwohl. Oh, das könnte sehr knapp werden, aber wir könnten noch. Ach, machen wir einfach mal. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Eine unbekannte Waffe brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen eher nochmal einen Kampf hier. Und zerpflücken den jetzt erstmal ganz kurz die Waffen. Das heißt, die werden die Raketen wahrscheinlich als erstes wieder reparieren. Deshalb bringt uns dieser Kampf hier absolut nichts. Wir bräuchten ja irgendwen, der mir die Schilde runterbringt. Das bräuchten wir eigentlich noch vor dem Endkampf. Ach, verdammt. So, jetzt wollen die leider abhauen. Oder uns ein bisschen Scrap andrehen. Aber das wollen wir beides nicht. Wir wollen hier noch weiterkämpfen. Na gut, die schießen sowieso nicht mehr. So, 47 Scrap wieder. Und das war doch zu viel, der eine Sprung, den ich mir da noch zugetraut habe. Na egal, da lernen wir jetzt draus. Obwohl, ist der drin oder ist der nicht drin? Nee, der ist nicht drin. Das ist gut, dann können wir nämlich in den nächsten Sektor und denen hier schon mal unser Anliegen erklären. So, da wo ist das Mutterschiff? Da unten ist das Mutterschiff. Und auch auf die Gefahr, dass diese Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als 15 Minuten und dass die nächste Folge wahrscheinlich noch kürzer wird. Beende ich die Folge einfach mal unter dem Kampf mit dem Mutterschiff. Stellen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.